Wahnsinn, was hier heute passiert. Und gerne nehme ich dich jetzt natürlich auch mit hinzu auf die Reise. Auf die Reise, die markant für dein Leben sein wird. Wer ist bei mir? Hallo. Ja, lieber Dino, du kannst es kaum glauben, wer hier bei dir ist. Das gibt's doch nicht. Das ist, du klingst ja fast so wie mein liebster Kollege Manuel Möbius, der gerne meine Sachen kopiert, oder? Du kannst so gut Schauspieler, mein lieber Dino. Das ist ein tolles weißes Hemd, was du auch kopiert hast. Dankeschön. Ja, ja, hatte ich bei dir gesehen im Kleiderschrank. Was darf ich dir Gutes tun? Mach mir so ein Frühjahrszauber. Na klar, für dich gerne. Du bist sicher auch bald wieder auf Sendung, oder? Ja, 1. April. Muss ich mir da so einfallen lassen. Aber bis dahin kann man dich ja bei unserem Partner Questico dann sicher auch erreichen, ne? Natürlich kann man das. Jetzt auch gerade, während deiner Sendung. Das ist doch der Wahnsinn. Nee, dann nicht, danach. So, was ich bei dir aber drin habe, ist eine tolle Reise, die im Frühjahresbereich oder irgendwas, was du vorhast an Erkundungen, die kommen wird, die dir Erfolg bringen wird und die auch wahnsinnig viel Spaß machen wird. Und deine Spiritualität, das muss ich dir gar nicht sagen, du wirst wahnsinnig vielen Menschen helfen und vielen Menschen auch den richtigen Weg vor allen Dingen weisen. Ich danke dir von Herzen, mein Lieber. Danke dir. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Ciao. Mein lieber Kollege Manuel Möbius, der übrigens bei unserem Partner Questico erreichbar ist, genauso wie ich heute auch noch. Gerne, tschüss. Wahnsinn, zum dritten Mal geschafft, was ist los? Und dann noch unser Kollege Manuel Möbius war auch da. Das ist eine tolle Runde, das sind tolle Energien, denn hier geht's ab. Der Lino ist hier, hallo. Ja, Lino, du wirst dich freuen, weil dir kommt man anscheinend das gut gibt's durch gar nicht. Heute Morgen. Ja, das ist schön, ja, das freut mich total. Schön, dass du da bist, mein Lieber, zum zweiten Mal geschafft. Was darf ich dir denn jetzt Schönes tun? Jetzt brauche ich unbedingt die Schutzzahlen, damit ich gut durch den Tag komme. Das ist die gute Entscheidung. Hast du was zu schreiben? Nee. Okay, dann merkst du dir das jetzt bitte. Das ist sehr, sehr gut. Das ist einmal die 9. Ja. Dann die Nummer 6. Ja. Die 30. Ja. Und die 3, mein Lieber. Und ich kriege aber auch noch die 4708 rein. Ich weiß nicht warum. Ich danke dir. Die 7, 6, bis dann. Rein. Ciao. Ciao, tschüss. Unser lieber Astro-TV-Berater Manuel Möbius zum zweiten Mal durchgekommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und jetzt geht's weiter mit dir und Sache. Das heißt Herzensmann, Herzensfrau, das sind alles die Punkte, die wir nutzen können. Der Lino ist hier. Hallo. Eine schöne Heizung aus dem Hintergrund, lieber Lino. Das gibt's doch gar nicht. Dankeschön für die Info, mein Lieber. Das gibt nicht zum dritten Mal unser Astro-TV und Questico-Berater Manuel Möbius, der Wahnsinn. Läuft bei dir. Schöne Sendung und ich komme sehr gut durch. Das ist echt gut. Das freut mich. Das ist sauber. Was darf ich dir Gutes tun? Highlight der Feen vielleicht? Das wird doch super. Das ist eine gute Empfehlung. Das siehst du. Dann machen wir das mal. Ich freue mich schon auf deine Sendung am 1.4., du. Ja. So, passend zum du Troll. Ich wollte gerade sagen, passend zum 1. April. Bin gespannt, was für ein Hemd du dann an hast, mein Lieber. So, guck mal, was wir bei dir beim Highlight haben, ist tatsächlich auch wieder die Spiritualität, die hier richtig schön nach vorne geht. Und ich sehe eine ganz tolle, wichtige Begegnung für dich, für neue Projekte, die ich hier drin liegen habe. Das Ganze sogar schon Richtung Juni-Bereich. Ich würde sagen, in den ersten 2 Juni-Wochen wird es so sein, dass da nochmal was Neues, was die Zuschauer dann von dir hören oder sehen werden. Ich danke dir. Bis dann, mein Lieber. Mach's gut, ciao, tschüss. Der Wahnsinn, oder? Manuel zum dritten Mal schon hier gewesen. Und wir können hier einiges nutzen. Wir können einiges nach vorne bringen nach den Infos.